Hallo und willkommen bei FIFA 16 Trainerkarriere mit den FIFA Lenny HD. Guten Tag. So, was sind denn unsere Ziele? Der Vorstand hat Champions Cup. Champions League Quali 50 Millionen. Also, wir wollen uns jetzt mal nicht beklagen. Also haben wir Spieler verloren erstmal. Genau, erstmal hier. Ich glaube, Ösi wollte doch verlassen. Sie hat schon verlassen. Stimmt. Ich bin vergesslich. Come on, ist da Weiser Leiber? Nö. Nee, hat niemand verlassen. Oh, stimmt. Wir haben ihn doch verpflichtet. Wir haben ihn doch für diese Saison geholt, Lenny. Und wen Süle könnten wir auch bringen. Stimmt, Süle. Ja, wir haben Süle doch letztens runtergenommen, weil er nicht fit war. Alter, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 80er Spieler in Kader. Ist doch gut. Gut, Ersatzkeeper fährt mit. Du gehst gegen ihn. Oh, der sieht auch gut aus. Gisela. Gisela. Der ist ab Passt. sofort Gisela. Obwohl er Gieselmann heißt. Ah, wir haben noch. Ah, ja, okay. Wir sind der Champion. Ah. Von ihrer Champions League-Teilnahme erwarten. Hä, wir sind der Champions League? Haben wir nicht nur die Euro geschafft? Ab 4 ist. Wir waren Vierter und 4 war Quali. Ah, stimmt. Das war doch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schon wir als Champions League-Verein. Also könntest du dir das vorstellen, dass Pazalak, Coman, Pulisic, Leiber, Albor, Gnabry, Weiser, Forsberg, Holtmann, Süle, Pazalak und Karius in der Champions League spielen. 2-1, Leiber. Leiver startet los. Oh, Napoli. In echt ein sehr guter Verein, muss ich sagen. Ja. Mit Starstürmer Nein, Gonzalo. wir verkaufen Weiser nicht. Mit Starstürmer Gonzalo Higuain. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren ein bisschen. Nein. Da, wo ich das Wort rotieren gehört habe, dachte ich mir direkt, ich bin hier der Chef, nicht Sie. Holtmann, Alter. Lea Ne. liegt los. Nö. Nach Sporting, zwei Top. Napoleon. 5-0 Sieg. Ah, einzelne Niederlage. Aber es ist ein Top-Club. Ich glaube, jetzt hängt sogar alles mit dem Spiel ab. Oh, wir haben jetzt sogar sau viele Interessenten für unsere Spieler, Lenny. Jetzt auf einmal. Ja, jetzt hängt alles von dem Spiel ab. Napoli muss gewinnen. Und wir, für uns würde ein Unentschieden reichen. Nein. Jetzt muss Napoli gewinnen. Moin. Nice, come on. Pulisic. Du achtest mal auf das Hauptspiel, ich gucke auf die Nebenspiele. Napoli liegt zwei hinten. Nein. Wir müssen auch hoch genug gewinnen. 3-1 Führerbach, 4-1 Komorn. Nice, die führen 3-0. Da im Moment dürften wir weiter sein, glaube ich. Jetzt hängt es von der Tordifferenz ab. Nee, nicht und wir haben ja auch gewonnen. Halbfinale gegen Sevilla. Halbfinale. Wir machen die jetzt platt. Die haben gegen Liverpool ein Unentschieden. Malaga war ein Sieg. Okay. Die haben Lukaku. Die haben Öcalan, was mir mehr Sorgen bereitet. Hatten wir den nicht mal? Nee, ich glaube nicht. Glaub schon. Pulisic. Puh, auf jeden Fall Pulisic macht im Moment die Führung für uns. Süle. Süle per Ecke bestimmt. Oder der hat einfach ein Rabona ins Tor gemacht. Der hat zwei Rabonas miteinander. Nice. Ja. Fancy. 4-1 Finale. Wir haben doch eh. Final. Wir haben Finalfluch. Oh, am 7. darf Dortmund gegen Liverpool. Zuschauer, wer es noch nicht weiß, mein Lieblingsverein. Und jetzt dürfen wir hier schon mal den Reds zeigen, was wir können. Verunsichern, komm. Klopp schafft es nicht. Oh. Finale. Alle. Wir haben Finalfluch. Wir können nicht gewinnen. Passlack. Die haben Paselak. Tar. Flo, die haben Tar. Den kenne Und ich auch. Jan. Und Alter. Oyo.
Die haben Origi, Halilovic, Emre Can. Nein, Elfmeter. Tor. Pazlak, Pazlakt. Come on. Nein. Wir haben so einen Fluch. So einen Fluch und jetzt gewinnen die. Ja. Unser Fluch geht weiter. Er geht auch weiter. Es ist einfach nicht zu passen. Wir dürfen das einfach nicht gewinnen. Wir haben zwar schon eine Meisterschaft in unserer Tasche gehabt, aber das dürfen wir nicht gewinnen. 56 Millionen. Hatte jetzt nicht jeder Verein irgendwie 99 Millionen? Nee. Ah, fast jeder. Ja. Und Sieger, was für echte Spieler gibt es denn noch? Ja, sieht. Der ist ja sogar noch jung für unsere Karriere. Unser Durchschnittsalter ist 33 im Kader. Unser? Oh, der sieht mir sneaker aus. Ja, der Gesichtsausdruck, der sieht auch nett aus. Dybala. Dybala einfach. Flut noch mal zum Sturm. Dybala, Alter. Wenn wir Dybala kriegen. Erstmal Verteidigung gucken. Der hat eine. Wie die manche nicht gucken von den. Hier. Gibt es noch echte Verteidiger? Kaum. Der hört schon mit 34 auf. Leipzig zeigt aber Interesse. Das ist die Hauptsache. Der hört auch auf? So klar. Wieso hören die alle schon so früh auf? Kann ich gar nicht nachvollziehen, oder? Teuter hier. Das sind Männer, die noch mit 36 in Verein spielen. Machen den Buch. Aber in Flo zum Angriff. Zum Angriff, also ich bin immer noch für die Baller. Wo denn? Angriff, Angriff weiter unten. Paulo Dö. Der hört auf. Nein! Bielefeld zeigt Interesse an ihn, aber Bielefeld zeigt Interesse. Hauptsache. Ja, der war mal bei uns. Wir gucken bei dem beiden. Haben wir schon beides rausgeschickt? So, wir warten einfach mal. Wir müssen nämlich unseren Kader vergrößern. Aha. Ja. Nehmen wir. Der ist mir gut aus, der ist erst 33. Lenny, wo sieht man das Durchschnittsalter? Warte mal, das konnte man irgendwo sehen. Ich glaube bei Karriere. Irgendwo war da das Durchschnittsalter, wenn ich mich nicht täusche. Teamstatistik. Da könnte ich mir vorstellen. Ja. Nö. Na. Nee, okay. Na, schade. Ah, wir können ja mal gucken. Wir haben 4 Torhüter. 2 Offensive nur. Mittelfeld ist ausreichend und Verteidigung, okay. Ja, gut, wir müssen Offensive. Ist doch schon eine gute Idee, die Offensive zu vergrößern. Ey, du willst doch zu uns kommen. Ich sehe es an deinem Gesichtsausdruck. Willst du auch kommen? Du bist doch schon so gut gebräunt. Nein, wir... Was denn? Wir hätten aufpassen müssen, wo Robben aufgehört hat. Ja, stimmt. Der hat leider zu früh aufgehört, wo wir es noch nicht wussten. Oh, der sieht doch gut aus. Komm schon, wir kennen uns doch schon so gut. Was? Die Sonne blendet. Ja, Floris Zimmer blendet die Sonne. Nein, der guckt so, als ob bei ihm die Sonne blendet. Ja. Bei uns ist auch gerade strahlender Sonnenschein. Es war fast 22 Uhr, aber... Strahlender Sonnenschein. Und ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt, in eine Top 10 zu kommen. Der Kampf von Bayern. Ihn? Oder ihn? Er ist jünger und besser. Nehmen wir ihn, oder? Ja. Was würde uns für 15 Millionen kommen? Die kann der Vorstand uns doch noch geben. Vorstand? Oh, jetzt haben wir sogar 3 Ziele zur Auswahl. Ligameister, Finale erreichen, Pokalsieg. Das alles machen wir, wenn wir 20 Millionen noch bekommen.
Ey, die geben uns sogar. Lenny. Danke. Die haben Vertrauen in uns. Ja. Dann können wir ihn auch nehmen. Wir machen jetzt unsere Dreier-Offensive, Lenny. Flori? Ja? Wenn wir nachher fertig mit Aufnahmen sind, vielleicht noch irgendwie eine Partie Bock FIFA? Jo. Vielleicht nehme ich auch mal wieder Bock. Haben wir jetzt 2 Tage lang nicht gemacht. Löschen. Ich will eine neue, genau. Hä? Überfordert. Ah, das sind Taktiken. Nee, Taktik will ich nicht machen. So. Deswegen Aufstellung. Wir brauchen 3 Offensive. Dann nimm 3-4-3. Nee, wir brauchen... Die? Ja, warte mal. Ich geh noch mal eins runter. Und dann 4-3-3. Das... Nee. Nee, das nicht. Geh mal noch mal hoch. Das hier? Nein. 4-3 defensiv? Ja, komm, wir nehmen das normale. Das normale 4-3-3. Da kommen dann. Oh, wir haben so. Alter, wir haben so viele Mittelfeldspieler jetzt. Wir könnten nicht mal Pulisic spielen lassen. Oh. Jetzt heißt es, wer sich besser am Mittelfeld beweist. Okay. Ist wirklich so. Guck dir unsere Offensive an. 84, 82, 85. Also Leiva hat einen festen Platz. Ja, in unseren Herzen. Warte. Okay, warte. Weiser konnte man doch auch in der... Ja, gut. Rechts. Aber rechts haben wir schon jemanden. Kann er noch irgendwo spielen? So. Dann kam Pulisic da erstmal hin. Alter. Was denn? Ich finde, die Mannschaft sieht Bombe aus. Alter, was für ein Kader wir jetzt haben. Wir waren 80er-Kader. Holy 80? Klasse. Nee, eigentlich. Aber er reicht uns. Bro, vor 10 Jahren also hätten wir das nie gedacht. Ja, ist einfach so. Oh, was meinst du? Vor 10 Jahren hätten wir gedacht, ja, wir wären glücklich mit, wenn wir unser Kader so 75 hätte. Mhm. Aber jetzt auf einmal, 80er-Kader, komm, ich am Arsch. Wen wollen sie? Ja, bekommt er. Er hat bei uns eh keine Zukunft. Was? Ja, genau. Und wir müssen das mit eh ein bisschen verkleinern. Strack-Kader, der Schlüssel für 8. Saisonprognose 4. Hannover 12. Hoffenheim. Nee, sehen wir aus wie Lidl? Das ist viel zu billig. Es ist nichts gegen Lidl, aber... FC Bayern, oh, da ist unser erster Nationalspiel schon bald. Stimmt, wir sind nun in der Quali gelandet. Wie sieht unser Nationalkader aus? Hier müssen wir nochmal gucken. Alter, ich verstehe nicht, wie man mit so einem Kader in der Quali landen kann. Alter, wir haben Top-Spieler. Asylita. Du kommst nach da und du darfst jetzt in die Startelf. Du spielst jetzt bei unserem Verein. Genau. Deutschland ist auch wieder neu aufgestellt. Ja, letzte Saison hatten wir unsere beiden Offensiven. So, jetzt unser erstes Mal mit den beiden Offensiven. Und 2 Spieler kamen von Hoffenheim. 2 gute. Okay, Pudi sitzt jetzt nicht, aber der kann es auch machen, ne? Wer kam von denen? Berg oder Bark? Entweder Berg oder Bark. Hier. Berg, Bark. Berg kam von Hoffenheim und Bark kam von München. Sicher, dass es so rum war? Ich weiß es nicht. Lanz bleibt. Lanz bleibt. So, die Quali. So. Gegen Grasshopper. Kennen wir. Grasshopper, Alter.
Wer kennt sie nicht? Wer kennt Grashop nicht, Alter? Come on. Come on. Come on! Eiser Shit. So langsam kommt Come on wieder in sein Feeling. Der Kingsley. Ich glaube, der hat jetzt in 2 Spielen 3 Tore. Könnte ihn kommen. Können wir gucken. Ja, muss er. Wir sind sogar Tabellen erster nach dem ersten Spiel. Ah, wir dürfen Leute abnominieren. Gut, also Mittelfeld. Wen können wir aus dem Mittelfeld rauswerfen? Eine können wir da alle gebrauchen. Gebrannt, Alter. Ich würde Leno gerne auch mitnehmen. Ja, dann kommst du raus. Ah, wir nehmen auch noch Weigel mit. Dann fliegst du halt raus. Nee, da unten ist ein schlechterer. Sonst hätte ich. Wo ist Weigel? Da. Ja, Weigel. Jo, reicht. Oder hat sich noch wer verletzt? Wir nehmen noch eine Offensive mit. Dann fliegst du doch raus. Und der nächstbeste Offensive ist. Gibt's noch einen echten? Ne? Irgendein? Er wird schwer, Florian. Komm schon. Nee. Dann nehmen wir Lex mit. Dass wir einfach noch einen dritten Offensiven mitnehmen. Was ist denn überhaupt? Die EM oder WM? Pulisic rot gesperrt. Unser Kader ist zu groß. Zumindest unser Mittelfeld. Ach, wie die uns einfach noch 20 Millionen dazugeben. Come on. Ja, ist schon gut, come on. Come on geht so langsam wieder ab. Ja. Komm. Gegen den Dino. Der Dino ist in Unterzahl. Komm, ein noch. Komm, come on. Paslak? Paslak, come on. Karius. Unentschieden reicht. Können wir uns zufrieden geben. Ich habe unsere Ziele vergessen. Ich guck mal. Überall Meister werden. Ja, überall. Nicht überall. Na, fast. Ziele. Ligameister werden. Finale erreichen. Und Pokalsieg. Also, wir sollen den Europapokal bekommen. Im Nationalpokal das Finale erreichen. Und Ligameister werden. So als möglich. Ja, erstmal müssen wir jetzt das Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Lenny. Ja, das schaffen wir schon. Da kann dann Leiber für die Partie spielen. Flo, du solltest die Flügelspieler vielleicht mal auf ihren richtigen Positionen spielen lassen. Er spielt. Ah! Und ja, Flo, Flo versteht. So, wir haben sogar das erste Spiel gewonnen. Unentschieden reicht. Unentschieden reicht. Come on. Come on will kein Unentschieden. Come on will souverän weiter. AS Rom geht in der Zwischenzeit auch in Führung. Salzburg spielt im Moment 2-2. Unentschieden reicht. Unentschieden reicht. Nichts mehr kassieren. Souverän. Ja. Wir sind weiter. Ja, ist doch geil. Aber was ist denn jetzt, Lu? Ah. Holt man! Nö, nee, da bleibt drinne. Der Bach. So. Die Transferfrist ist abgelaufen. Nie? Hm? Wollen wir weiter Nationaltrainer machen oder zurücktreten? Ja, es ist schon geil. Ja, aber das sind zu viele Spiele. Du hast auch wieder recht. Wir treten zurück. Erstmal müssen wir hier. Gut, also ich würde gerne die ganzen Termine wissen. Gut, also. Das ist. Alte. Okay. Begegnung gegen Schalke.
Hertha, okay, sind neue Termine. Da. Wir haben nochmal 2 Millionen bekommen, weil wir in die Champions League gekommen sind, Lenny. Ja. Wir haben noch 20 Millionen. Nee, im Moment dürfte Länderspielzeit sein, dann bleiben wir doch. Wir lassen das jetzt noch ablaufen. Wir haben 2 der Top-Transfers, Lenny. 71 Millionen haben wir ausgegeben. Finde ich gut. Ja. Was ist das? Gisela, nein. Gisela, du bleibst. Gisela hört sich so richtig bayerisch an, finde ich. Ja. Hoffentlich kommt sie auch aus Bayern. Was? 140 Minuten, geht doch klar. Hier, Bayern hat auch investiert. Ingolstadt hat sich... Oh, Ingolstadt ist wieder oben. Die steigen immer ab und kommen wieder hoch, Lenny. So gut. Ja, 200 Millionen für die Bundesliga. Ne, der bleibt. Der bleibt. Okay, wir haben schon 71 Millionen von den Ausgaben ausgemacht. Ne, das sind die Gesamtausgaben heute. Also an den Tag, der da war. Am Freitag, den 31. August. So, dann Holtmann bleibt drinne. Der ist nur für 6 Tage. In 6 Tagen dürfte unser nächstes Spiel sein. So, ja, unser nächstes ist Länderspiel. Aber das war's dann für die Folge. Das kommt nächste Folge. Dann würde ich sagen, haut rein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao. Sag tschüss. Lenny. Dann nicht.